It's raining man, hallelujah, I'm singing in the rain. Was geht ab? Zum ersten Mal regnet es in LPM City. Hey, Geschenke, cool. Ich mach erstmal. Ich dachte schon, der Regenschirm wäre nur Deko, ganz im Ernst. Also, ohne Witz. So, was haben wir denn da? Schon wieder von Mudders. Ganz kurz lesen, überfliegen. Die Wohnung ab und an mal neu einzurichten, tut der Seele gut. Was hältst du von dieser Tapete? Oh nein. Ich habe die beste Tapete, die es geben kann auf der Welt. Schmucktapete. Wir werden es verkaufen. Generell, was haben wir denn da alles für Items? Das Buch, was irgendjemandem gehört. Ich muss aber ein paar Sachen ablegen. Und heute möchte ich mich um eine Sache kümmern. Und zwar, ich habe euch ja gefragt, wie kommt man an das Café oder an die nächsten Orte? Nun, ich muss dem Museum 50 Gegenstände übergeben. Komm, dann nehmen wir den Schirm dann auch am besten mit gleich. Was ich haben will, was ich ablegen will, Moment. Jetzt haben wir hier für die, na egal. Tu die Feimaske und die Mitnahmemaske einfach mal rein. Du bist rein! Dummes Schwein! Verkehrshütchen. Achso, warte, das ist ja mehr für hier Einrichtungen und so, ne? Dann haben wir noch Warrior-Schuh. Haben wir ja schon an, oder? Auf jeden Fall. Ich habe hier wunderbare Ordnung gemacht. Da ist noch ein Helm. Was ist denn das? Majora-Maske. Die ist cool, ne? Die ist cool. Ja, dann gib mir am besten mal den Schirm, haben wir hier. Die Tapete kommt auch rein, weil come on, Tapete, es ist Tapete. Warte, ich habe hier noch so ein Unterdings. Ist aber nicht hier, oder? Nee. Das ist nämlich der ganze Schmodder. Genau. Wie Tapete. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Und auch das Buch. Werde ich überhaupt jemals herausfinden, wem es gehört? Naja, dafür soll ich es mit mir tragen, oder? Und das Astro-Regal. Ja, Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Ganz kurz noch. Dann kann es auch schon losgehen. Ist das nicht hübsch? Die Fossilien mitgeben. Dann gehen wir doch gerade mal ins Museum. Ja, haben wir schon bald. Naja, 50 Fossilien waren es nicht, aber vielleicht andere Sachen, die wir jetzt mal ranklotzen können. Also fangen wir auf dem Weg einfach mal alles, was nicht nied- und nagelfest ist, an. Insekten oder. Damit wir dem Museum was spenden können, egal was es ist. Nicht wahr, Wario? Gut, dann nehme ich doch gerade meinen Schirm. Ja, bringt das irgendeinen Effekt für uns? Fühlen wir uns dann wohler oder wie ist es? Besonders viel für Bambussprossen. Sehr interessant. Gut, natürlich kommen jetzt keinerlei Käfer oder so. War klar. War zu erwarten. Denn es pisst wie aus Kübeln. Und trotzdem möchte ich jetzt... Obwohl, so ein Seebarsch oder so habe ich alles schon gespendet. Hm, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann nehme ich dich, Kollege. Arg! Jetzt aber, hä? Was? Hat das gleich gezählt? Wie übel ist das denn? Ich glaube, wir müssen mal durchs Museum laufen. Nichtsdestotrotz, wir müssen durchs Museum. Hättet ihr mir doch verklickt? Bestimmt hat das irgendjemand geschrieben. Du musst dem Museum was spenden. Was wird denn hier schon wieder gebaut? Etwas Neues? Neben der Schreinerei war doch nichts. Interessant. Es tut sich immer was in Animal Crossing New Leaf. Okay, Museum. Der gute Eugen ist da am Start, ne? Yeah! Statten wir Eugen einen Besuch ab. Hallo, Eugen. Uhu. Verzeihung. Willkommen im Museum von LPM City. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, du musst erstmal analysieren, bevor ich es stiften darf. Unruhe stiften. Da, 5 Stück. Hoffentlich alle 5 noch nicht in der Sammlung. Mehr als ein Fossil, wie ich sehe. Wirf mal einen Blick drauf. Wir haben noch nicht alle diese Fossilien in unserer Sammlung. Ich bin beeindruckt. Sie haben hinter den Fürs Aufblühen von Fossilien. Natürlich werde ich stiften, mein Bursch. Natürlich, natürlich. Fragt sich nur, wie viele wir davon schon doppelt haben. Ist ja wie beim Tauschen von Stickern und sowas, ne? Okay, nur einer.
Ich glaube, dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein. Natürlich nimmt er die Spende entgegen. Oh, macht sich keine Umstände. Ich kümmere mich um alles. Ich sorge höchstpersönlich dafür, dass alle Spenden einen angemessenen Platz bekommen. Vielen Dank. Kann ich etwas für Sie tun? Sonst nicht, nee. Also an Fischgesichtern und so haben wir noch nicht viel gespendet. Gucken wir mal hier. Ja, kann man ja durchzählen fast schon. 1, 2, 3, 4. Oh je, meine. So viel Stuff gibt's hier dann doch nicht. Ich dachte mir, ich habe so viel gespendet, ne? Naja, es ist schon ein bisschen was, ne? Da ein halbes Gerippe. Und die liegen alle hier einfach mal unter LPM City. Wollte ich nur noch mal anmerken. Das ist ja die beste Fundgrube. Da würden die ganzen Archäologen herkommen. Hey, Theo! Sieh mal einer an. Let's play Markus. Echt monströs, die Knochen hier, was? Ist bestimmt lässig, sowas auszubuddeln, Schnäuf. Was liegt an? Eigentlich sind Fossilien ja nicht immer mehr, nicht mehr als überdimensionierte, ranzige Knochen. Manchmal wissen, wer die Idee hatte, was sowas auf Sockeln zu stellen. Auszustellen. Ah, hier fehlt nur noch der Schweif von dem Spinosaurus. Ja, nicht. Nee. Das Ding in der Mitte fehlt. Okay. N1. Ist ja irgendwie was Interessantes. Wir müssen auf jeden Fall weiter Fossilien ausbuddeln. So geht das nicht. Da braucht's noch mehr. Da braucht's noch mehr. Ich werde auch in Zukunft dafür sorgen, dass Eugen mal ein bisschen mehr bekommt. Aber jetzt bei Regen flattern nicht so viele Schmetterlinge rum. Aber wenn ich was sehe, alles für Eugen. Warum wechselt der manchmal so hell? Und manchmal nicht so hier im Regen. Guck mal bei Schlepp und Nepp vorbei. Die haben bestimmt wieder Glückskekse. Und Martina ist hier. Willkommen, willkommen, ja, ja. Wie geht's denn dir überhaupt? Boah, Let's Play Markus, siehst gut aus. Hab dich ja mindestens schon eine Woche nicht mehr gesehen, Knuddel. Ja, ich hatte Glück bis hierhin. Hey, die Schleuder ist auch da. Ich muss die kaufen. Endlich die Schleuder. Würde doch hoffentlich zum Spottpreis verschleudern, was? So, eine Mülltonne ist auch am Start. Der Wechsel zwischen hell und dunkel, der nervt echt ein bisschen. So, und die Schleuder, bevor die mir das wegkauft. Eine gute Wahl in der Tat. Das macht 500 Sterne. Ich sind wir im Geschäft. Ach doch, komm, der Rede wert. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir, 500 Sterne erhalten zu haben. Funkelnde Sternis. Übrigens, weißt du, wie man dieses Item verwendet? Wenn du willst, kann ich es dir kurz erklären. Erklär mal. Mit der Schleuder kannst du Dinge wie herumfliegende Ballons vom Himmel schießen. Du kannst sie nur draußen einsetzen. Wähle sie im Inventar aus, um sie in die Hand zu nehmen. Drück einfach A, um einen Schuss in Richtung Himmel abzufeuern. Peng. Wir hatten ja schon das eine Minispiel. Juhe. Ups. Glückskekse essen. Und da hätten wir. Was für ein Spruch ist es? Wer mit dem Feuer spielt, sollte besser nicht entflammbar sein. Ich glaube, den Spruch hatten wir schon. Aber es könnte auch ein ähnlicher gewesen sein. Und heute ist nicht... Aber warum die immer sagen, morgen sieht es auch nicht besser aus? Voll die Pessimisten. Nicht verkaufen. Nope, mich vertan. Klaro. Ein bisschen umständlich mit den Glückskeksen, oder? Jeden Tag dasselbe Gedüngel. Ja, also guck mal hier. Da habe ich eine Niete. Juhe, muss man auch alles einzeln abgeben. Es ist eine wahre Pracht. Aber es gibt einen Großpreis, und zwar Nomadentapete. Was wollt ihr alle mit meiner Tapete? Ich finde meine Tapete episch. So. Bitte lass mich doch einfach den Zettel abgeben. Ja. Ja, leicht im Flammer. Ich glaube, da war schon was. So.
Mal sehen, Nummer 13. Ein Blood-Pigman. Wir haben ja schon ein Pigman. Aber ich weiß nicht, welches es ist. Egal, ich werd's wohl irgendwo abgeben. Erstmal bei Rosina ein bisschen Zeug loswerden. Also das Motto des Tages ist Gieß wie in Strömen. Das kann man schon mal so festhalten, glaube ich. Man trifft doch kaum jemanden draußen an. Nur im Museum war der Theo am Start. Dem habe ich verdammt häufig was zu tun, irgendwie. Grausam. Herzlich willkommen! Guck mal, ich brauche wieder Kohle. Verkaufen. Was brauchen wir denn nicht mehr? Auf jeden Fall brauchen wir nicht mehr die Falle, das Fossil, das doppelt ist. Die Tapete. Das Blattpigment werde ich auch mal los. Ja. Eigentlich will ich nur meinen Müll loswerden. Dafür gibt es auch noch Geld. 3.590. Yay! So. Bald hole ich dann meine Uhr zurück. Die soll doch nicht verschleudert werden. Wird sie auch nicht. Die werden echt nur verkauft, die Sachen, wenn jemand dabei steht. Voll übel. Na komm, nehmen wir uns, wenn wir schon den epischen Schirm haben. Egal, wir müssen aber wechseln. Ach, da steht jemand. Wir gucken gleich, wer da ist. Ein neues Fossil. Hallo? Hallo? Es ist Bill. Oh, jetzt bemerkt es. Manche Leute kriegen nicht genug vom Regen. Du scheinst mir auch so ein zu sein, Quacko. Was kann ich für dich tun? Ich will Hirschkäfer studieren, um genauso stark zu werden wie sie. Leider habe ich aber keinen davon. Jetzt bei Markus kannst du mir nicht einen Hirschkäfer fangen, egal was für einen. Wird gemacht, aber wann du den kriegst, steht nicht fest. Ich kann's kaum erwarten, Quacko. Ich kann für nichts garantieren, mein lieber Bill. Alter. So, noch so ein Ding. Nicht nur, dass die ganzen Dinos unter LPM City liegen. Nein. Sie gehen von selbst nach oben an die Oberfläche. Bereit zum Ausgraben. Museum will aber keine Muscheln oder sowas, ne? Vorrangig Fische und Insekten. Gerade die Geld geben. Voll übel eigentlich. Hey. Was geht ab? Alle mit Schirmen, ich laufe hier so rum. Hallöchen, Spaziergang kriegen sind gut für Körper und Geist, Spitzi. Und ja, wolltest du irgendwas? Ich habe mir was von Ilona ausgegeben, neulich gemerkt, dass ich es nie zurückgegeben habe. Ich hätte es wirklich vorher ausgegeben sollen. Jetzt ist mir schon richtig peinlich. Was mache ich nur? Ach, könntest du es nicht für mich zurückgeben? Entschuldige mich später auch noch richtig, aber besser erst, wenn die Wogen geglättet sind. Kein Problem, gehen wir mal rüber. Ja, das freut mich jetzt, Spitzi. Ilona. Das wäre wirklich toll, wenn du es heute noch ausruhen könntest. Danke nochmal für die Hilfe. Gut. Die wohnt ja hier. Da hat sich eine richtige Dreier-WG gegründet, ey. Guck doch mal. Da ist sie. Ah, ich muss mir noch was einfallen lassen. Bell, bist du klitschnass, Lesbe, Markus? Morgen. Bam. Also, was gibt's? Deine Lieferung. Huch, was könnte das sein? An Ilona. Habe ich nicht gesagt, eine Kisui-Stimme? Oh, wow, das Teil hatte ich doch vor Ewigkeiten Dorothea ausgeliehen. Wow, schau das mal an, wie toll es eingepackt hat. Hat er wohl ein schlechtes Gewissen. Danke fürs Vorbeibringen. Oh, ich hab's, das könnte dir gefallen. Hier, für dich. Ich glaube, das war Lupa, ne? Ey, ich muss mir was einfallen lassen mit den Synchronstimmen, ey. Ein Apfelshirt, das ist ja der helle Wahnsinn. Gut, mal sehen, ob ich sonst noch irgendwas finden kann. Was ich Museum stifte. Die Fische schwimmen ja trotzdem, ne? Die haben ja nicht viel. Ach komm schon, ihr schwimmt trotzdem. Don't make a bullshit with me. Fische? Irgendein Fisch? Fischgesicht? Hallo? Oh, 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 na hallo.
Ja, jetzt habe ich so viele Items. Ein Barsch. Ja, leck mich doch am Hintern. Nee. Okay. Nein. Ich bin ja auch ein Wurfexperte vom Feinsten, ey. Aus dem angel ich im strömenden Regen. Das hat schon was für sich. Wenn die Fische nur halbwegs intelligent wären, da könnten sie sogar darauf spekulieren, dass sie jetzt mehr in Sicherheit sind, da Angler nicht im strömenden Regen da sind. Was zum? Ein Rochen. Er hat den Braten nicht gerochen. Den habe ich noch gar nicht. Ja, nice. Okay, cool. Was Neues. Das Fangbuch. Wo ist denn das eigentlich? Wie komme ich da hin? Das Fangbuch hier. Ja. Ach du Schande. Na, das ist doch cool. Ich dachte, das wäre ein Barsch, dabei war es ein Rochen. Yeah. Da hätte ich mir am liebsten alle Beine gebrochen. Bei diesem Rochen. Sein Vorname war Jochen. Und er konnte beim Billard verdammt gut einlochen. Wer bist du denn? Kein Bedarf. Jetzt aber. Beiß an, mein Freund. Mein Kompagnon. Was haben wir da noch so Feines? Ein Kaiserschnapper. Mensch, ich weiß nicht, die alle sind so irgendwie wertvoll, oder? Ne? Ich brauch so dringend... Was war das denn? Ich sollte nicht rennen, ne? Ich brauch so dringend Geld. Gibt's bestimmt doch irgendwelche Fisch- und Käferarten, die nur im Regen anzutreffen sind, oder? Kann sein, ne? Wollte gerade sagen. Komm und schnapp es dir, den Köder. Sei nicht so. Was haben wir da? Schon wieder dasselbe? Nein. Oh, das ist ja zum Mäusemelken. Ich will nur verschiedene Fische. Sonst nichts. Und dann krieg ich so ins Bein gepinkelt. Aber im Ernst. Ich glaube, das ist wirklich kein guter Zeitpunkt. Wieder was kaputt gemacht. Aber meine Bewohner pflanzen ja von selbst. Ich habe die Verordnung saubere Stadt. Jede Menge Asche dafür ausgegeben. So, ganz kurz. Naja, ich guck mal, was so ein Kaiserschnapper bringt, weil wir sowieso zwei davon. Ja. Chip. Könnte wertvoll sein. Muss es aber nicht. 3000? Oh Mann. Es ist schon irgendwie ein bisschen wertvoll. Oh Mann. Da ist ein Apfelshirt. Kaiserschnapper. Es hat mich übermannt. Es hat mich übermannt. 6080. Die entdeckt jetzt die Uhr, pass auf. Die steht ja schon davor. Ne? Ich weiß nicht, die Geldgier hat mich wirklich übermannt gerade. Dabei wollte ich doch Sachen fürs Museum finden und nun das. Eieieiei. So ist das Leben eben. Es wird doch mal Regen geben. Ich könnte ein bisschen mehr die Steine hier nochmal abklappern. Ich meine, ich habe hier längst nicht... Da ist wieder was. Aber ist nicht besonders wertvoll, glaube ich. Ne, nur ein Sterni. Ich versuche, Insekten-Trains es wirklich nicht zu geben. Die mögen halt keinen Regen, nicht wahr? Hey Hugo, was geht denn? Regen, Regen, Regen. Bei Sonne hat man LPM City irgendwie mehr Spaß, ja. Also, worum geht's? Erzähl mir was. Muss ich mal was fragen, letztes Mal, Markus. Riech ich heute gut? Ja, vielleicht schon. Es regnet ja. Das spült so den Gestank ab. Vielleicht liegt jetzt an meinem neuen Shampoo mit Extrakten aus Apfelkuchen. Das riecht einfach super, ja. Ja, der Meinung bin ich auch. Der Meinung bin ich auch.
ganz viele Löscherbuddeln. Ganz viele Löscherbuddeln. Ganz viele Löscherbuddeln. So. Komm, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Ich will dich, du Fisch. Hey Fisch. Mach das nicht. Fisch, Gesicht. Und Nummer 3. Nein? 4 vielleicht? Bei dem vierten kommen. Das war ziemlich gut gefangen. Muss ich schon mal so sagen. Dann ist es nur der berühmte Barsch. Er ist aber kein Seebarsch. Er ist ja nicht im See. Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Aber ich glaube nicht, dass ein. Auch wenn es kein Seebarsch ist, ich glaube nicht, dass der Barsch besonders viel bringt und deswegen. Museum Time! Aber das hier muss was anderes sein, was hier gebaut wird. Also ich bin gespannt. War wohl noch längst nicht alles, was es hier in LPM City zu erkunden gibt. Ich würde schon sagen, wir beenden das Let's Play auch auf keinen Fall, bevor wir nicht alle Läden und Häuser haben. Ne? Alle Geschäfte, wie auch immer. Du schon wieder? Zum zweiten Mal heute da? Seit wann sowas? Lass mich doch parzlang in Ruhe. Und jetzt gehst du voll ab? Ja, ich habe erkannt, dass ich das Café erst bekomme, wenn ich dir genug gestiftet habe. Warum auch immer, der Zusammenhang ist mir nicht ganz klar. Aber so habt ihr es mir erklärt und scheint so zu sein. Schon wieder welche doppelt. Alles Formularitäten. Gib's doch nicht zurück. Ich wäre für ein intelligente. Was? Nur eins ist neu? So, und den kriegst du, den Barsch kriegst du auch dazu. Ein Barsch für den lieben Eugen. So. Sagt er vielleicht irgendwas, wenn man 50 hat? Naja. Erstmal nicht. Mal sehen. Eines Tages wird alles gut. Das überschüssige Fossil verkaufe ich an Rosina. Speichere ab und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Okay? Dann danke fürs Ansehen. Nächster Daumen oben werde ich euch loben. Gut gemacht. Bis dann und ciao.